Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Star Wars Empire War Forces of Corruption. Ja, ihr habt richtig gehört, letzte Folge. Wir sollen jetzt nämlich uns nach Kuat wagen und dort angreifen. Und ja, ich weiß ja schon aus Vorwissen, dass, weil ich vorher schon gespielt habe, dieses Spiel, dass das die letzte Schlacht sein wird. Hoffen wir mal das Beste. Und ja, hoffen wir, dass es gut wird. So wie die Mission auf Coruscant immer noch unglaublich gleich war. Abgeschlossen. Kua, die neue Waffe des Imperators. Der Zentralcode des Imperators ist der Schlüssel zu meinem Ziel. Die Reichtümer in den Tresoren des Imperators sichern mir die Kontrolle über die kriminelle Unterwelt der Galaxis. Ich muss mir nur den Weg durch die restlichen imperialen Schiffe freikämpfen und vielleicht noch die Truppen der Rebellen abwehren, die hier auftauchen, um Nachforschung anzustellen. Wird sofort erledigt. Das ist das Großartigste, was ich je gesehen habe, Yurei. Wenn wir das erst in der Hand haben, werden... Tiber, wir haben mehrere Flotten entdeckt, die näher kommen. Das sind möglicherweise die Überreste der imperialen Flotte, die sich reparieren und neu formieren wollen. Wir haben aber auch mehrere Signaturen der Allianz. Nicht identifizierte Schiffe. Welche Ziele verfolgt ihr in diesem Sektor? Wir hörten von dem glorreichen Sieg der Allianz auf Endor und wollten uns anschließen. Was zum... Hört gut zu, Sam. Wenn ihr es ehrlich meint, dann helft uns bei der Vernichtung dieses Supersternenzerstörers. Man wird euch gut belohnen. Sieht so aus, als befänden sich noch ein paar Raumstationen zwischen uns und der Eclipse. Schaltet sie aus. In Ordnung. Sam, glaubt bloß nicht, ich wäre auf den Kopf gefallen. Wenn ich hier ein doppeltes Spiel rieche, werde ich nicht zögern, euch abzuschießen. Ach ja, und viel Glück. Mein guter Freund Han Solo, ich glaube nicht, dass du in deinem kleinen rasenden Falken Merciless abschießen kannst. Aber na gut. Ja, wir sind jetzt mit den Rebellen verbündet. Ich werde ungeduldig. Was unglaublich seltsam ist, aber naja. Was habt ihr entdeckt? So. Können wir angreifen? Ah, Siri und Dingens sind auch mit von der Partie. Stimmt, die hab ich in der Gruppe gelassen. Hier kann... Doch, da ist eine Band. Waffen aktiviert. Ist die einzigste. Waffen geladen. So. Übermittelt die Daten der Operation. Zu euren Diensten. Wo ist das? Muss wieder meine andere Flotte hier anführen. Truppentransporter bereit. Da habe ich einen kleinen Truppentransporter, den ich brauchen werde, um die Eclipse zu kapern. Eines Tages werde ich alles kontrollieren. So. Greifen wir an, würde ich sagen. Angriff! Tipp, das Imperium repariert deine beschädigten Schiffe an den Werften. Die sind nicht vorbereitet. Würde ich sagen, wir kümmern uns auch mal direkt um die Werften. In Bereitschaft. Ich würde das ja gerne hier lassen, das Schiff, aber ich glaube, das wäre noch gefährlicher, als das mitzunehmen. So. Ich werde mal versuchen, dass die G88. Schlacht überlebt, weil immer wenn ich den mitnehme, stirbt der. Ich darf den jetzt auch nicht zu nah an diese Station hier lassen. Weil wenn die explodieren, dann das auch nochmal einen gewissen Schaden. Roger, ich wollte können aber gerne mal angreifen. Huch, EG, was machst du denn da hinten? Position bestätigt. So, ihr könnt auch mal wieder hierher kommen. Vertraue einfach mal darauf, dass die Rebellen hier schon ein wenig Schaden anrichten. Mein Netz der Korruption kann nicht versagen. Dass wir am brüchigen Waffenstillstand mit den Rebellen geschlossen. Ja, das weiß ich. So. Die Jägerchen hier, die dürftet ihr auch gerne zum Explodieren bringen. So, wo ist meine Gruppe 3? Da hinten. Ja. Meine Gruppe 3. Reicht nur dem schweren Beschuss aus, ja? Han Solo hat irgendwie keinen Bock. Der möchte da einfach nur rumstehen. Doch, das lange diese Werften zu zerstören, das ist ja. Schon bald das ist ja nicht die mehr schön. Mir gehören. Wie lange das dauert. Alles hat seinen Preis. Ja, alles hat seinen Preis, das stimmt. Erwarte mit Zahlung. So, wir können ja den Rebellen mal ein wenig helfen mit IG und den anderen. Wir werden sie vernichten. Zwar gegen Bomber und sowas.
Wohl nie. Lass mal. So, du kannst von mir aus mal diesen Tartan-Patrouillenkreuzer. Hä? Das ist aber jetzt nicht sehr realistisch, dass das EG-Schiff genauso groß ist wie diese Korvette. Das ist natürlich jetzt ein wenig. So, und so ein Broadside-Kreuzer. Lass mal. Geh, hau ab. So, ich hoffe, alle sind in Ordnung. Feuer! Ah. Schilder haben die viel verloren. Das ist ja. Was weiß ich. Feuer eröffnen! Das ist ja irgendwas. Nur den einen. Feuern, wenn bereit. Gott, dann kommt ja wieder so ein Broadside-Kreuzer. Die Dinger sollen sofort sterben. Die sollen überhaupt keine Möglichkeit haben, sich hier auszurichten. Feuert auf ihren Schildgenerator. Die auch gar nicht. Was benötigt ihr? So, wie gesagt, diese Broadside-Kreuzer existierte. Ein nach den anderen. Was ist ein Interceptor? Was ist der denn hier? Ist ja jetzt nicht gerade das beste Schlachtschiff. Ich habe die absolute Kontrolle. So, ich frage mich gerade, wenn ich so den Angriff setze, ist dann der Transporter so schlau und bleibt auf Abstand? Oh, der ist jetzt direkt Dingens gespawnt. Das ist ja auch sehr toll. Ich glaube, ich hätte auch die Kanonenboote hier aussortieren sollen. Ich glaube, die bringen es auch nicht so wirklich. Keine Verstärkung mehr. Wir rücken vor. So, ihr könnt euch gerne mal gegen den hier kämpfen. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Bevor der hier noch irgendwie ihn auseinander. Erwarte Befehle. Was bereitet euch Sorgen? So, was mir Sorgen bereitet, das bereitet mir Sorgen. Ich bin es jedenfalls. So, Sorgen bereiten mir auf jeden Fall diese Werft. Die sollen unglaublich schnell mal hier weg. Nervig. Schiffe, die werden hier eh die ganze Zeit nachspawnen. Da bringt es eigentlich nichts, sich um die zu kümmern. Kann ich dann eigentlich auch direkt noch hier hin? Ich hoffe auch, Dingens überleben hier. Ist ja auch wieder toll. Du kannst dich mal. Ach nee. Hat sich schon erledigt. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich mal um dein eigenes Boot kümmern. Ich glaube nicht, dass EG das hier überleben wird. Ah, die Massentreibergeschütze von denen sind uns fast hin. Zeit ist Geld. Ich dachte gerade schon, eins von den großen Schiffen wäre zerstört worden und das sah wohl nur so aus. So, jetzt kommt. Wer stellt sich mir in den Weg? Wenn wir mal überprüfen, wie es meiner Gruppe 3 geht, sonst ist gut ist. Ach, die ist noch da hinten. Enttäuscht mich nicht. Die Konsequenzen sind ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, Gruppe 1. Wende dich doch eigentlich mal direkt wieder den Diensten hier zu. Und Gruppe 2, du kannst dich mal um den Rest hier kümmern. Eigentlich die mal hier aus dem Kampf zurückziehen. So, IG. Nicht mal hier hinten. Ich werde mit zu meiner Gruppe 3. Meine Gruppe 2 besteht jetzt einfach mal aus. Feind in Reichweite! Feind in Reichweite! So. Das halte ich doch mal für logisch. Ich muss den eigentlich mal reparieren lassen. Und leider kann das Konsortium keine Reparation bauen. Geht zum Angriff über! Na gut, dann werden die Schiffe aber auch sofort von übertrieben nochmal. Wir machen echt mehr, als sie sowieso schon sind. So. Schafft ihr es, das Ding auseinanderzunehmen? Das wäre ja mir eine große Freude, wenn ihr das schaffen würdet. Habe verstanden! So, die Rebellenschiffe gehören ja zu uns. Ganz vergessen. So. Ihr könntet auch ruhig besser noch Prozesse mit denen machen. Bin nichts gegen. So. Ich werde ungeduldig. Geht's meiner Gruppe ein, sag ich mir auch ganz gut. Es ist noch immer so schlimm, wenn die meine Schiffe sterben.
Spiegel 88 meldet sich wie befohlen. Wie ihr wünscht. Wir machen euch den Weg frei. So. Die kümmert sich mal um den Dingens, um den Tatan-Patrouillenkreuzer, der hier angreift. So. Und leider direkt der nächste, das ist ja ärgerlich. Angriff wird aufgeführt. Was habt ihr entdeckt? Das sollte kein Problem sein. So. Ja, Sir. Na komm. Dieses Ziel angreifen. Könnt euch mal um den Dingens hier kümmern, um den Sternenzerstörer. Oh. Und was ist da zerstört worden? Jawohl, Commander. Ah, mein Crusader-Ding ist hier. Eure Verstärkung. So, dann wird jetzt Gruppe 2 meiner Artillerie einfach. Oder ich benutze einfach gar keine Gruppe 2 mehr. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Wann darf ich mit meiner Bezahlung rechnen? Ich weiß ja nicht, ob IG das hier übersteht. Ich gehe immer mehr von Nein aus. Bereit! So. Ja. Die sind nicht vorbereitet. Seid jetzt einfach mal alle meine Gruppe 1. Volle Kraft voraus! Sicher nicht so romantieren. Möchtet ihr gerne meine Dienste in Anspruch nehmen? Ja, IG ist gleich futsch. Energieniveau kritisch. Ich kann den leider auch nicht einzeln zurückziehen. Weißt du was? Gebe ich jetzt einfach den Bewachen-Befehl. Ach, das sind direkt noch zwei. IG ist tot. Waffen aktiviert. Ja. Wenn es nötig ist. Alles defekt hier. Han Solo kümmert sich einfach mal um gar nichts. Unsere Massentreibergeschütze wurden vernichtet. Oh, eins von meinen Dingen. Wählt eure Verstärkung. Es ist nicht zerstört worden. Meine Klingen sind bereit. Auf Kampfstation und bereit. Was? Nochmal Selbstzerstörung. Habe ich auch noch nie gemacht. Hat es etwas gebracht? Nö. Waffen geladen. Wählt eure Verstärkung. So, Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. So. Wie lauten eure Anweisungen? Das sollte sie aufhalten. Alles hat seine Zeit. Frequenz offen. Erwarten Flottenbefehle. Das auch mal hier beschützen. Flottenelemente. Und ja. Vielleicht klappt das ja. Wie ihr wünscht. Das ist meine Erfahrung. Wie gesagt, das dauert nur am besten Moment. Überhaupt nicht. Eine Schlacht ist wie ein Tanz. So sei es. Du mal alles mit Tänzen vergleichst, ist ja auch grandios. Schilde absaugen. Was könntest du mal machen? Du hast nämlich vielleicht. Na. Kein Massentreibergeschütz mehr da vorne. Das ist ja ärgerlich. So, aber die Schilde kannst du mal wieder ein bisschen aufladen. Ja, gar nichts also gebracht. Ich meine diese Tatan-Patrouillenkreuzer, die sich hier reinmogeln. Eine Prüfung meiner Fähigkeiten. Die sind auch sowas von nervig. Die werden nicht mal wissen, was sie getroffen hat. So, ich kann. Oh. Da hole ich mir doch direkt die geile Schlacht wieder. Produktion gestoppt. Oh. Ganz ruhig. Na, das ist ja super. Ich werde mich darum kümmern. Super läuft das hier. Einer von den Antrieben ist weg. Wird erledigt. Ich darf mich nicht so mit den Schüssen aufhalten, glaube ich. Aber hier sind ja irgendwie keine Rebellen. Hier bin nur ich. Meine Schiffe werden ein wenig verstärkt. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Das läuft ja alles mal ganz und gar nicht super hier. Galaxis mir gehören. Nee, finde ich nicht in Ordnung, dass es hier so heiß ist. Feuer auf ihre Laserbatterie. Ihr könnt mal ein bisschen Dingens. Wird denn da auseinandergenommen, so ein Schlachtschiff? Jeden Moment. Weißt was? Du kannst dich auch mal eben in die Luft sprengen.
So, hat mindestens einiges noch mitgerissen. Wählt eure Verstärkung. Dann hole ich mir noch ein Kedalbe. Ich werde da sein, sobald ich kann. Oh, die G88 hat's auch gerissen. Sehe ich gerade. Naja. Wen wundert's? Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Naja. Okay, jetzt mit den Schlachtschiffen an. Ich habe die absolute Kontrolle. Genauso mag ich es. Ihre Schilde werden angezogen. So. Leider kriegen die irgendwie nichts zurück. Das ist sehr ärgerlich. Eröffne Feuer. Aber das ist gar kein. Keiner von meinen. So, wisst ihr was? Geht weiter zu den Raumstationen. Das hat ja keinen Zweck hier. Ah, Yuval und Siri, bei euch sieht's auch gar nicht mal so gut aus. Das kann ja heiter werden. Naja, sterben über uns irgendwie halb. Ich hab mich jetzt echt zu lange hier aufgehalten. Na kommt. Ja. Wenn der Plan schön funktioniert, werden diese Verstärkung. So, hier noch ein Galbe. Jetzt noch mit den Schlachtschiffen hier an. So, kann direkt noch eins kommen. Unterwegs zu Zielkoordinaten. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ich bin es jedenfalls. Das anderes hat doch Angriff. Überhaupt keinen Sinn. Zeit ist Geld. Oh, so nee. Gut wie jedes andere Ziel. Feuert hier doch viermal drauf. So. Die Schnauze voll. Zu lange gewartet hier. Schildgenerator kann sehr gerne weg. So. Schaltet sie aus. Natürlich, hier wird alles ausgeschaltet. Darf ich jetzt bald mal schießen, oder was? Darfst du dich von mir aus gerne hier hinbewegen? Alle Kraft! Unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet! Ach, oder springe ich jetzt schon in die Luft? Naja. Wer stellt sich mir in den Weg? Wir haben mäßig was gebracht. Setz jetzt erstmal die Kedalbe-Schlachtschiffe. Die sind, glaube ich, einfach ein wenig besser durch die Massentreibergeschütze. Enttäuscht mich nicht. Die Konsequenzen würden euch nicht gefallen. So. Können sich einfach besser wehren. Was anderes brauche ich im Moment nicht. Außer Schiffe, die sich wehren können. So. Schlachtschiff einsatzbereit. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Du bist angegriffen, wovon? Schickt davon. Eure Neuigkeiten, auch wenn ich sie schon kenne. Macht schnell. So. Ich werde ungeduldig. Doch hoffentlich alle Schiffe. Ich wieder in der Raumstation gekriegt, auch sehr schön. So. Schießt sie in Stücke. Die Avenger, die darf auch mal gerne sterben, wie sie ist. So. Langsam aber sicher klappt es wieder. Bei denen sauge ich jetzt nicht. Ist ausgefallen. Hier sind die Antriebe schon wieder kaputt. Nicht mehr Schlachtschiffe ist der Treibstoff meiner Flotte. Aber ich hoffe, das wird. Ich weiß, dass wir ein Problem mit den Rebellen haben. Angriff. Werde gleich Alter, da diese Tartan-Patrouillenkreuzer. Das ist zu ätzend. Feuer! So, ich bewege da jetzt dahin und feuert auf alles, was ihr seht. Ehrlich. Habe verstanden. Ah, das Ding stirbt. Was habt ihr entdeckt? Tartan-Patrouillenkreuzern ausgelöscht. Das ist ja auch nicht. Aber ehrlich, eröffnet. Das ist so grausam. Aber mit ihrer schier endlosen Masse hauen die so viel Schaden rein. So, weg damit. Nur den einen. Feuern, wenn bereit. Damit.
Ich will sie in Stücke merken, wenn ich das immer wieder spiele, einfach nur Schlachtschiffe mitnehmen. Den Rest kann man sowieso vergessen hier. Vernichtet dieses Ungeziefer. Zum Beispiel so, keine Ahnung, Korvetten oder so. Konzentriert das Feuer auf drauf. Ihre Laserbatterien. Wählt eure Verstärkung. Ah, glaub ich. Mist. Kann sein, dass ich noch etwas Platz habe. Ah, scheiße. Empfangen euch klar und deutlich. Angriff auf dieses Ziel. Truppentransporter bereit. Bin unterwegs. Ah, Mist. Mist. Okay, ich kann diese Mission gleich wieder neu starten. Einheit ja. Zerstört. Mist. Wir wurden besiegt. Da habe ich einmal wieder die falsche Taste gedrückt und die nach vorne bewegt. Versagen ist undenkbar. Beim nächsten Mal werden wir besser vorbereitet sein. Och. Schön. Du fliegst mal bitte nach Fondor. Ist ja lustig, dass das jetzt einfach hier so... teilbar. So. Ich könnte jetzt warten, bis meine Helden wieder da sind, aber... aber die Dinger, die kommen jetzt auf jeden Fall mal weg, die brauche ich nämlich nicht. Dann auf jeden Fall von diesen Teilen hier. Mal die Vorbereitung halt wieder mit euch zusammen. So. Einheit wird hergestellt. Dann nochmal 5 von denen. Fahrzeug wird produziert. Und Einheit wird produziert. Oh. Ja, ich baue gerade ganz viele von denen, aber ich könnte auch mal noch ein paar von denen hier bauen. Einheit wird hergestellt. Aber keine Ahnung. Anderes brauche ich nicht als diese Schlachtschiffe. Mit den Korvetten und so, da kann ich, reißt ja gar nichts. So diese Vengeance-Fregatten, da nehme ich vielleicht noch so 2 mit oder so. Die stelle ich dann da hinten hin bei meinem Transporterchen. Schlachtschiff einsatzbereit. Einheit wird produziert. So. 12 Stück habe ich davon, dann baue ich auch nochmal 12 von den anderen Teilen hier. Schlachtschiff Einheit einsatzbereit. Wird produziert. Nein. Drückt mich immer. Einheit gelöscht. Hier, die da. Fahrzeug dieser, nein. Wird produziert. Ich gucke immer nur auf das Grüne und bin dann so voll angetan davon, weil ich mir denke, bin ich und drück da drauf. Da merke ich halt, warte, das sind die Pedalbeschäftigten, die wird produziert. Niedrig gesetzten Preis haben. Ihr braucht ein dickes so, Geschütz. Ja, ich brauche immer dicke Geschütze. Fahrzeug wird produziert. So, nein, jetzt habe ich schon wieder das falsche Fahrzeug angeklickt. Fahrzeug wird produziert. So. Ihr braucht Fahrzeug ein dickes Geschütz. Wird produziert. Ein paar von denen hier. Ah, davon reicht die Hälfte eigentlich. Ihr braucht ein dickes Geschütz? So, meine Helden sind gleich auch wieder alle ready. Ihr braucht ein dickes Geschütz? Nehme ich sogar auch wieder alle mit. Selbst die G88. Ihr braucht ein dickes Geschütz? Wie gesagt, da kann sich bei der Fähre dahin stellen. Ihr braucht ein dickes Geschütz? Fregatte in Bereitschaft. So. Ja, ich denke, das passt doch wohl. Einheit zur Sicherheit auch nochmal produziert. 12 von denen hier. Einheit wird hergestellt. Desto mehr ich habe, desto besser ist es. Fregatte in Bereitschaft. Fregatte in Bereitschaft. So. Fregatte in Bereitschaft. Fregatte in Bereitschaft. Noch ein. Fregatte in Bereitschaft. Dann gehe ich mit der Gruppe nach Kuat. Zielangabe empfangen. Es einfach so geht. Ich dachte, es wäre jetzt Game Over und... was weiß ich noch alles? So, das habe ich wahrscheinlich schon... ja, das habe ich schon. Das ist das Großartigste. Kann ich das überspringen? Ja, ich kann es sogar überspringen. Das ist ja interessant. Ich hätte es auch gerne, wenn Han Solo sich dazu bequemen würde, irgendwas zu machen. So, du. Ihr drei. Ihr bewacht mal bitte.
das kleine Teil hier, was mein frei wird. Bestätige. Information. Dann nehme ich Holz. Ja. Ihr seid ja auch wieder unglaublich viele. Die sind nicht vorbereitet auf ihr seid mich meine Gruppe meine 1. Kümmert euch jetzt erstmal um die Werften. Weil, ja. Nee, der gute Herr Han Solo, der bleibt einfach wieder hier stehen. So. Mach mal so ein bisschen zickzack, ich zerstöre mal hier so die Werft. Dann gehe ich mal hier schon zur Raumstation oder so. Mal schauen, wie ich das mache. Das ist die letzte Mission, die muss ja auch mal ein bisschen fordern vielleicht sein. Geht rein und erledigt sie. Zumindest so tun als Versus. Angriff! So, das kann ich auch mal ein bisschen beschleunigen hier, denke ich. Ich mag aber nicht Schlachtschiffe zu navigieren. Weil die manchmal so unmöglich fliegen, das gibt's gar nicht. Ihr könnt nicht entkommen. Ihr sollt nicht das Scheißschiff hier zerstören. Wieso glaube ich eigentlich, dass meine Einheiten irgendwann nochmal das machen, was ich ihnen sage? Warum? Zeit zum Hallo! Sterben. Seid auch irgendwie geistig behindert, oder? Entschuldigung. Das rutscht mir einfach immer raus, weil ich mich dazu angewöhnt habe, eigentlich bin ich voll dagegen, das als Beleidigung zu benutzen. Aber naja, das ist deshalb so normal im alltäglichen Sprachgebrauch verankert. Wenn das irgendwie traurig ist, aber naja. So, kommt. Naja, ich bin ja dabei, die Werften zu zerstören. So. Zumindest eine schon mal. In der Mitte könnte sich... Ah, Han Solo hat sich in Bewegung gesetzt. Han Solo hat mal Bock, sich am Kampf zu beteiligen. Das ist ja auch mal was ganz Neues. So kenne ich Han Solo ja gar nicht. Unterwegs. Die Ionenkanonen sind unser Primärziel. So, ja, Ionenkanonen können von mir aus das Primärziel sein. Erstmal soll die Dingens euer Primärziel sein, die Raumstation. Die auch glaubt dafür verantwortlich ist, dass immer Verstärkung kommt. So. Den Schlachtschiffen geht es aber schon mal ein bisschen besser, glaube ich, als den ganzen anderen Gesocks. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, so eine kleine Fregatte, die nehmen wir auseinander. Ich kann es ja niemandem erzählen, dass wir vorhin nicht geschafft haben. So, Turbolaser-Batterien braucht niemand, fang da auch nicht. Oh, ist einfach weg. So. Feuer! Nehmen wir mal eben auch den Broadside-Kreuzer. Kann auch mal eben weg. Feuert auf ihren Schildgenerator! Ja, den Schildgenerator. Wenn ihr den zerstören könntet, wäre schön. Ja, zum Glück haben wir jetzt mit den Rebellen so ein bisschen die Plätze getauscht und die Rebellen halten sich in der Mitte auf und wir können so außenrum mal ein wenig alles zerstören. Da hinten ist alles ruhig bei meinem Transporter. Wird hier auch bewacht. Obwohl, das ist auch wieder was anderes, aber naja. Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator. So. Freiberg darf mal seinen Spezialangriff vorbereiten. Oh. Ja, Taiba ganz schön auch die Schnauze mit seinen Dingern hier, Konzentriert das Feuer auf den So, ihr könnt mal... Naja, tarn dich mal, Taiba. Ich habe keine Lust, dass du jetzt so angegriffen wirst. Schon bald wird die Galaxis mir gehören. Kannst dich erstmal verstecken und deine Schilde wieder aufladen. Hier eine Spezialwaffe haut fast drauf. Den Proton-Torpedo-Werfer. Da kannst du mal deine Dingens drauf feuern. Ist der schon mal weg? Es? Oh nein, 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 nein. Ja. Drei da bleiben und. Ja, auch genug Geld. So, du und Dingens wieder. Ich habe die Koordinaten. Bewacht. Das ist ein Missbrauch meiner Programmierung. Mir doch egal, ob ich deine Programmierung missbrauche. So. Das dürfte mir Spaß machen. Ja, wir haben einen brüchigen Frieden, ich weiß. Den möchte ich gerne nutzen, um diese Raumstation zu zerstören.
Na, die haben schon wieder ihre Massentreiber verloren. Also ich glaube, so, wenn so Helden auf Schiffe sind, heißt das, na, tötet sie sofort. Na, die Spezialwaffe ist gleich auch weg. Korrigiere, die Spezialwaffe ist weg. Ja, egal. Muss ich jetzt Proton-Torpedo-Werfer holt sie mal weg. Nerven. So. Weg damit. Habt ihr eigentlich auch nur der Atmosphäre bereit. Wegen mitgenommen, die zwei, sodass so alle Helden hier in der Schlacht dabei sind. Fand ich irgendwie lustig, wenn das so ist. Das ist meine Erfahrung. So. Ein Sternzerstörer, der auf uns feuert, das finde ich ja gar nicht toll. Der ignoriert uns einfach weiterhin. Moment. Perum repariert seine beschädigten Schiffe. Ja, das weiß ich doch. Eine Schlacht ist wie ein Tanz. Es ist mir nur gerade ein wenig egal. So, der ist weg. Ja. Der doofe Tartan-Patrouille, die. So sei es. Die auch letztes Mal sehr schuld daran waren, dass Teile meiner Flotte so zerstört worden sind. Die werden natürlich jetzt auch eben sterben. Ey, die treffen auch nix meiner Einheiten. Gar nix. Also wer immer da an den Kanonen sitzt, dem muss ich das mal nochmal beibringen, wenn man schießt. Also kämpfen wir. So, die Raumstation. Die haben die Rebellen jetzt eigentlich schon fast auseinandergenommen. Die werden nicht weit wissen, was sie getroffen hat. Könnte ich um die Werft kümmern? Das wäre doch was. Ist ja auch noch so ein... Selbstverständlich. Material, der mir nicht gefällt. Dort halber kann seinen Feuerstoß aufladen. Aber die Rebellen ja auch ein bisschen besser mit, muss man sagen. Vorher haben die nicht ganz so gut gearbeitet. Wird erledigt. Ihr könnt auch angreifen. Allerdings. Oh, nein, greift nicht an. Oh, bewege ich euch mal ein bisschen näher hier ran. Ja, jetzt feuern sie mal. Sehr das schön. Das dürfte mir Spaß machen. Oh, da kommt auch Kaibers Feuerstoß, der ja unglaublich wenig gezogen hat. So. Und die normalen sind noch weniger. Keine Ahnung, Heilung für Gegner ist nicht gut. Meine Klingen sind bereit. Ich möchte doch möglichst unterbinden. Wie ihr so. Mein brüchigen Frieden mit den Rebellen. Das ja, das weiß ich. Erfahrung. Das muss man mir nicht andauernd erzählen. Sie nicht auf die Spezialwaffe, die schon fast hin. Das dauert nur so. Einen Moment. Ja, der wurde noch getroffen davon. Das finde ich sehr schön. Eine Schlacht ist wie ein Tanz. So, Typer, du darfst gerne wieder deine Spezialwaffe aufladen und benutzen. So sei es. So. Direkt wieder abfeuern. Also kämpfen wir. Das wird erledigt. Oh, geht einfach noch näher ran. Eine Prüfung. Und das Schiff hier hinten muss ich mal ein bisschen nachmanövrieren. Das hält sich ja ganz raus aus dem Beschuss. So. Können wir angreifen? Die werden nicht weit wissen, der auch. Der behält sich auch vollkommen raus. Finde ich auch nicht schön. Waffen aktivieren so. Wir sofort an. Ich werde mich darum kümmern. Gott, den kleinen Dingens hier, den schafft ihr doch auch noch zu zerstören. Das dürfte mir Spaß machen. So, kommt. Oh, zieh weg, die wenn Werft. Es nötig ist. Das schafft ihr. Ich glaube fest an euch. Ja, sehr schön. Meine Klingen sind bereit. Den kleinen Sternzerstörer hier. Die sieht schon viel besser aus, das Schlachtfeld, wie letztes Mal. Die Rebellen kümmern sich fleißig um die Raumstation. Wie ihr wünscht. Die Raumstation wechseln, dann kann ich mal... Kann ich insgesamt das mal ist versuchen. Meine Erfahrung. Bereit zum Start. Drei. So, eins. Ihr könnt bitte weiter hier das drauf feuern. Nur einen Moment. So. Trieb ist gleich hinne von dem Teil. Kann sein, so, dass ich noch etwas Platz habe. Kleiner Transporter. Eins, jetzt könnte man gerne diesen Bereich. Kurs auf Ziel. Diesen Bereich. Waffen geladen, Truppentransporter bereit.
Das kann ich schleichen. Machen. Ich muss mit dem Transporter zu Eclipse. Bisschen in beschleunigter Zeit. Ja. Die Raumstation müsste auch gleich runtergehen. Sehr schön. Das heißt, ich hoffe, dass die Produktion von neuen Imperium-Schiffen hier doch ein wenig verlangsamt. So, aber das müsste ich eigentlich schaffen, unbemerkt dahin zu kommen. Es ist euer Geld. So. Weil IG, der macht sich ganz gut hier so als Bewacher. Darf dann gleich auch die Eclipse weiter bewachen. Zusammen mit den anderen Teilen da. Ja, da hat er auch gleich was zu bewachen. Sehr schön. Wir nähern uns jetzt der Eclipse. Initialisiere Enter-Protokolle. So, ist mein Transporter hier noch da? Wir haben die Eclipse unter Kontrolle. Die Ausrüstung ist kaum noch zu gebrauchen, aber der Superlaser ist betriebsbereit. Angst. Oh, Tiber, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich muss nur gerade... Neuer Einsatzort erreicht. Exzellent. Die Jagdsaison ist eröffnet. Okay, Zen. Der Spaß ist vorbei. Ihr wolltet das neue Spielzeug des Imperators kapern? Prima. Mal sehen, wie lange ihr es behalten könnt. Die Rebellen haben ihren Zweck erfüllt. Vernichtet sie. So, das heißt, die Rebellen werden uns gleich feindlich gesinnt sein. Ja. Tschüss. Greife an. Da sehen wir auch den ersten Feuerstoß der Eclipse. Wundervoll. Er hat den Mon Calamari-Kreuzer zerstört, und zwar ohne Probleme. So. Das ist natürlich jetzt gerade ein wenig unvorteilhaft. Oh, ich darf direkt nochmal feuern. Bitteschön. Das Schiff ist auch direkt zerstört worden. Vernichtet den rasenden Falken und vertreibt die restlichen Rebellen aus dem Sektor. Jetzt müsste ich den rasenden Falken jetzt natürlich erstmal finden. So. Den hauen wir auch mal eben weg. Apropos rasender Falke an sich, ist ja eigentlich mein Lieblingscharakter aus den Star Wars Filmen. Was ist denn euer? Das würde mich auch interessieren. Eine Prüfung meiner Fähigkeiten. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu Lust habt. Ich zwinge dazu niemanden. Die werden nicht mal wissen, und darf schon wieder feuern. Hat. Gott, macht das Spaß. Das sollte nicht allzu schwer sein. So. Unterwegs. Schon wieder ein Schlachtschiff hin. Das sollte mich vielleicht aber wirklich mal auf meinen Hauptgegner konzentrieren. Und zwar den rasenden Falken. Ich wüsste nur gerne, wo der ist. Ich sehe den nämlich nicht. Greife sofort an. Ich sehe nicht, wo der rasende Falk ist. Ich werde mich darum kümmern. Ich sehe meinen Gegner. Alter. Da kann ja richtig oft Feuer mit dem Teil. Na, der hier ist noch zu gut im Schuss. Ihr habt euer eigenes Grab geschaufelt. Ja, haben sie auch. Wird erledigt. Das ist ja unglaublich, wie schnell die Eclipse feuern kann. Ach, da oben ist der rasende Falk. Das dürfte mir Spaß machen. Könnte natürlich versuchen, auf den zu schießen, aber lass mal. So, auf die kleine Fregatte hier, dann nochmal hinweg. Oh, da sehe ich gerade den vollkommen intakten Mon Calamari-Kreuzer. Ist mir doch egal, wo das Imperium seine Schiffe repariert. So. Wo ist der neue gespawnt? Da. Weg mit dem. Zeit für ein wenig Action. So, die kleinen Schiffe kümmere ich jetzt erst gar nicht ist, hier. Und die Mon Calamari-Kreuzer soll ich mich vielleicht mal kümmern. Ihre Schilde werden angezeigt. Ah, Yui und Siri können das ja gar nicht mehr. Dass die überhaupt noch leben, die beiden, und sich nicht gerade gegenseitig umbringen, wenn sie alleine sind. Das ist ja auch interessant. So, roter Style weg. Apropos hauen da, das ist wieder ein Schlachtschiff, was du weghauen kannst. Die Eclipse. Das wird auch sehr gut bewacht wieder. Das ist natürlich logisch. Na gut. Könnte man ja mal versuchen. Der ist nämlich so gerade so richtig schön nah bei uns. Ach, der ist zu klein. Schade. Ich
dachte, man könnte ja vielleicht mal den rasenden Falken zerstören. Du musst doch noch da den Sternzerstörer, den kannst du weghauen, wenn du möchtest. Das ist meine Erfahrung. So. Wachen hier eigentlich die Eclipse auch? Ja. Mindestens sehen sie gut aus. So. Komm, hau. Hau das Teil hier vorne weg, dann ist es tot. Was macht der eigentlich hier hinten? Das würde mich auch mal interessieren. So, rasender Falke, weg mit dir. Das dauert nur einen Moment. Übermittelt die Daten der Operation. So, ich glaube, euch... positioniere ich mal anders. Bewacht mal diesen Mistraum. Flotte, Befehlsempfang war gestört. Bitte wiederholst wie ein Tanz. Ja, so bestimmt kann man das vergleichen. Hier, da, da ist so ein Dingens. Hau weg. Ja, wäre die auch mal in Angriffsreichweite. So sei es. Also kämpfen wir. So. Das sollte genügen. Odin weg. Das kann ja schnell dauern. Da ist auch noch ein Sternenzerstörer, der kann kann die Werft zerstören damit. Den super Sternenzerstörer mit der Eclipse. Ja komm, rasender Falken, ja komm. Schaut mal die Schilde ab. Ah, der hat diese dumme Fähigkeit Unverwundbarkeit. Da mache ich dir keinen Schaden. Der Name wohl schon zu treffen. Verständlich. Ja. Weg mit der Werft. Ist ja auch weg. Können die sich nicht mal heilen. Rufen Imperialen. Eine Prüfung meiner Fähigkeiten. Ah. Ja auch nur noch bis morgen dauern, bis der weg ist. Ah. Wir sind noch einigermaßen intakt. Die imperiale Schiffe, das sind noch einigermaßen intakt. Das kann auch gerne überleben. Weg. Ach, macht das Spaß, einfach so schön diese Schiffe zerstören zu können. Oh, der Sternzerstörer, wenn Clips wieder bereit ist, um die sollte ich mich kümmern. Oh. Für euch wird es kein Morgen. Wie hat der denn so viel Schaden gerade? Weg ist er. Mein Gott, ey. Geh. Kümmere dich mal um Han Solo. So, was ist hier? Ein Sternzerstörer, weg damit. Die mag keiner, die will keiner. So. Gott, das dauert ja ewig. War einmal hier korrupte Systeme. Hat natürlich wundervoll geklappt. Ich hoffe, ihr greift mal alle an. Ich bin außer es jedenfalls. Die sollen natürlich hier nicht da angreifen. Hier da, diesen Ehrenskreuzer, weg damit. War mal alles auf den rasenden Falken. Und man sieht schon, IG geht wieder wundervoll. Der rasende Falke ist ein wenig stärker als die IG 1000. Aber der hat schon ein wenig mehr Probleme durch den Zersperrfeuer der Dingens. Alter, IG, hau ab. Geh und bewach wieder dieses Schiff. Das sind zu nichts zu gebrauchen. Apropos gebrauchen, weg damit. Und das wieder zu nahe kommt. Kommt so langsam, müsstet ihr den doch mal fertig kriegen. So, so unglaublich gut kann dann so doch dann auch wieder nicht sein. Naja, währenddessen kann ich schön hier so ein paar Schiffchen zerstören. Was eigentlich nichts bringt, weil die immer wieder kommen. Was hat der denn da aktiviert? Naja, der wird schon sterben. Einem wirklich vorbereiteten Gegner sind sie nicht gewachsen. So. Ja, jetzt komm. Roten Bereich ist er. Kedalbe-Schlachtschiff einsatzbereit. Ah, du bist jetzt auch mit zu meiner Nummer 1. Was sie getroffen hat. Na, kommt. Ein Schuss, ein Schuss.
Ein Treffer mit irgendwas, egal mit was, und dann ist er doch weg. Vielleicht auch zwei Treffer. Sir, der Superlaser der Eclipse ist defekt. Wir brauchen etwas Zeit für die Reparatur. Toll, kaum hat man Spaß mit einem Schiff, schon ist es wieder defekt. Was zum... Supersternenzerstörer im Anflug, Sir! Die war super... Gott, ist das geil. Angriff, würde ich mal sagen. Die Annihilator. Ach, die, Annihilator steht unter dem Kommando von Admiral Garn. Annihilator, kenn ich sogar nicht woher. Es wäre natürlich toll, wenn mir einfallen würde, woher. So, der ist schon weg. Auf jeden Fall mal die Turbolaser-Batterien hier vorne, auf die, mit denen die auf die Eclipse feuern. Wäre natürlich unglaublich gut, wenn die wechseln. So. Wo man sagen muss, die Bewaffnung von denen ist auch noch relativ erbärmlich, wenn man mal guckt. So. Cyber, du darfst gerne deinen Feuerstoß wieder aktivieren. Das dürfte mir Spaß machen. Nehmen wir das Schiff mal von vorne bis hinten auseinander. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr diesen Laser von der Eclipse wieder sehr schnell hinkriegen würdet. Aber kümmert euch erstmal um die kleinen Fische. So, die Frontbatterien sind schon mal weg. Das heißt, der Schaden wird hier ein bisschen gedämpft. Da mache ich mir dann doch wieder ein bisschen mehr Sorgen um die hier vorne. Auch die müsste ich ja jetzt relativ schnell wegkriegen. So stark sind die Sternzerstörer ja nicht. Mindestens in diesem Spiel nicht. Sir, die Eclipse wird angegriffen. Ach nein! Sag bloß! Bist ja ein ganz toller. Das will ich nur ohne deine taktischen Analysen machen. Okay, der hier sollte vielleicht erst weg. Du kannst mal deine eigenen Hauptfett mit dem Fangstrahl-Imiter hier zerstören. Das müsstest du ja relativ schnell hinkriegen mit deinen Massentreibern. So. Was dann auch nicht wieder, was ich so groß sagen soll, ne? Außer, dass ich hier alles zerstöre. Zeit ist Geld. So. Dem einen geht schon wieder gar nicht gut. Ja, und da haut das Ding hier weg. Es nervt. So. Feuer eröffnen. Du kannst gerne hier weiterkämpfen. Sogar Deutschland sagen, ist da überhaupt keine Schilde, was willst du da absaugen? Die G kämpft da hinten auch. Ich hoffe, er verliert nicht. Es wäre sehr ärgerlich, wenn die G sterben würde. Na, eigentlich nicht, aber ich tue mal so, als wär's das. Wo bist du? Bist hier. Weißt du was? Ich werde zuletzt lachen. Bring dich in die Luft. Hilf damit irgendwem. Wählt eure Verstärkung. Ich setze jetzt eh viel Glaube für die Leibeschlacht. Ich glaube, die bringen es einfach mehr. Die Konsequenzen würden euch nicht gefallen. So. Gebt eure Neuigkeiten, auch wenn ich sie schon kenne. Schießt auf die Sternzerstörer habe ich da. Ach nee, da oben, da ist direkt einer. Aha. Der hat sich ja auch schlau dahin geschlichen. Schaltet schieß mal auf den Antrieb aus. Oh, Tiber. Tiber hat keine Schilde mehr. Vielleicht sollte ich den mal tarnen, damit er seine Schilde wieder aufladen kann. Vielleicht tarn ihn auch mal eben. Verschwinde mal kurz. So. IG, der chillt da noch ein bisschen rum. Das darf er gerne machen. Komm, zerstört diese Dinger hier. Ich mich endlich um den super Sternzerstörer kümmern kann. Antrieb defekt! Ach, Antrieb defekt von wem? Von dir, ne? Waffen bereit. Bist du? Erwarte Befehle. Sir, der Superlaser der Eclipse ist wieder online und feuerbereit. Ah, das ist eine gute Nachricht. Das heißt, diese Annihilator lacht auch nicht mehr lange. So, einfach mal hier drauf. Werden doch auch bestimmt einige Sachen zerstört. Oh ja. Einmal mit der Eclipse draufgefeuert und dann ist er schon weg.
Vernichtet die restlichen imperialen Truppen. Das dauert nur einen Moment. Okay, dann mache ich das. Heißt das jetzt auch, dass die nicht mehr respawnen? Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich vielleicht schon noch gucken, in welchem Zustand die Schiffe sind, die ich anballer. Ja, eigentlich muss es nicht mehr so schnell, wie es auflädt, wie Eclipse. Haben wir es ja bald. Sind ja gar nicht mehr so viele. Also, ich nehme mal IG sogar mit. Hier da, den kannst du auch mal eben zerstören, der nervt. Sie haben ihr Todesurteil unterschrieben. Auf dem Weg. So. Mit der Eclipse sollte das hier ja auch alles kein Problem sein. Positionsänderung. Das ist jetzt auch wirklich jeden Liga hier zerstören. Das kann ja mal ätzend werden. Die Rebellen ignoriere ich jetzt einfach mal, dass es die noch gibt. Steht gerade so schön. Kann ich werde mich zerstören? Um sie kümmern. Der haut jetzt bestimmt ab. Nee. Dachte schon, weil er hell sehen kann und sieht, dass die Eclipse auf ihn feuert. Los, der Weg ist frei. Da sind nochmal Bomber. Ist eigentlich alles nicht gerade schwer hier zu erledigen, was da noch ist. So, weg damit. Ihr könnt nicht entkommen. Vielleicht zerstöre ich auch gleich nochmal aus Prozessen Dingenskreuzer. Erstmal kümmert ihr euch um die ganzen Jäger hier. Eröffne Feuer! Beziehungsweise E kann sich da sogar mal drum kümmern. Das hat der wohl. Der hilft mir ja im Kampf gegen die Imperialen gerade noch sehr gut. Komm mal, die Interdiktor-Effekte, die nerven. So, tschüss. Ich hoffe, es hat wehgetan. So, das wird ja. Schon wieder fertig. Kannst direkt den nächsten der hauen. Da gehört mir. Angriff! Da liege ich mit so unglaublich vielen Schlachtschiffen auf so ein paar Jäger ein drauf feuer und die trotzdem überleben. Das ist auch irgendwie unrealistisch. Schaltet sie aus. Die müssten ja schon ein wenig besser treffen. Kann sich das nur noch der Diktor-Kreuzer, die überlebt sein. Haben? Fast. Ein Großteil davon. Ich muss jetzt wirklich jeden einzelnen Giga zerstören, das wäre ein bisschen ätzend. So. Ihr habt euer eigenes Grab geschaut. Damit noch. Ja, es sieht aber danach aus, als müsste ich das wirklich tun. Oder auch noch die großen Rebellenschiffe. Die kann ich auch mal eben feuern noch. So, weg damit. Muss ja die Plätze vollkommen verschwenden. So. Wenn da die Bomber kann ich auch mal zerstören. Vielleicht schicke ich auch nur mit IG nochmal hier durch die Gegend. Das mache ich jetzt sogar. So, dann das Schiff hier. Das Zeit nervt mich ein wenig auch. Action. Einfach weil es existiert. Komm, das ist doch jetzt, Sie werden nicht entkommen. Nicht deren Ernst. So, dann hier das Schiff kann auch nochmal weg. Zeit. Bleiben ja so schön da stehen, das finde ich sehr freundlich von ihnen. Erwarte Bezahlung. So. Albert hat immer noch seinen aufgeladenen Energiekraft hier. Empfangen. So, dann. Ja. Das Schiff hier kannst du auch mal eben zerstören. Ich glaube, das wird zu Ende sein, sobald diese zwei Bomber hier tot sind. Nee. Ist tatsächlich noch die Rebellenschiffe. Der Gegner wurde besiegt. So, und damit haben wir auch die letzte Schlacht geschafft. Bisschen zäh jetzt noch gegen Ende hin, aber naja. Ich könnte Kuat erobern. Nein, mache ich aber nicht. Seht ihr, Urai, Milliarden. Über Jahrzehnte gehortete technische Daten, unbezahlbare Kunst, unglaublich. In den Tresoren steckt mehr Reichtum, als selbst ich mir erträumt hätte. Ein beeindruckender Sieg. Mit dem Inhalt dieser Tresore und diesem Schiff wird es wohl bald einen neuen galaktischen Imperator geben. Ich habe keine Verwendung für diese halbfertige Last. Außerdem könnten so ein Ziel selbst die Rebellen nicht verfehlen. Mit Palpatines Schätzen kann ich meine Organisation über die gesamte Galaxis ausbreiten. Lasst den Rebellen ihre neue Republik. Ich wollte schon immer einen Senator besitzen. Schon bald
werdet ihr die wahre Bedeutung von Macht erkennen, Taibasen. Ich werde sie euch lehren. Cliffhanger des Todes, auf jeden Fall. Ja, ich lasse die Credits mal ein bisschen durchlaufen. Ich hoffe, ich kann kein Copyright Strike wegen der Abspannmusik, aber ich glaube, die ist nicht so schlimm, wie die Titelmelodie zählt. Michael Vettermann ist der Producer. Ja, stimmt, heißt er Michael, aber egal. Ja, Spiel vorbei, sieht man gerade. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und hat euch ein wenig in Star Wars Stimmung gebracht, nochmal. Für den Film, der ja morgen rauskommen müsste. Also jetzt, wenn ich wirklich, ja doch, wenn alles so klappt, wie es klappen sollte, wird dieses Projekt einen Tag vorher fertig sein. Und ja, falls ihr das gucken solltet, nachdem der 7. Teil schon draußen ist und ihr schon im Kino wart, dann könnt ihr mir auch bitte, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Das würde mich auch sehr interessieren. Also, stimmt sogar wirklich, dass mich das interessieren würde. Zum Spiel selbst jetzt noch irgendwas, ja, habe ich eigentlich schon während des Spiels eigentlich immer so mal gesagt, es ist halt kein wirklich atemberaubendes Strategiespiel, wo Strategiemeister sich ihre Zähne ausbeißen und sagen würden, das ist ja mal richtig geil, hier werde ich voll gefordert. Nein, es ist ein Fanspiel und das muss man auch sein, Fan und Star Wars Fan sein, um dieses Spiel wirklich zu genießen. Ansonsten glaube ich nicht, dass das wirklich Spaß macht, falls man kein Star Wars Fan ist, weil ja dann die taktischen Möglichkeiten im Spiel relativ begrenzt sind. Die Story jetzt hier von der Erweiterung fand ich sogar recht gut. Also fand ich wirklich recht gut. Also, hätte man auch einen Film zu machen können und das dann ein bisschen mehr ausschmücken können. Wäre eine perfekte Star Wars Story geworden. Vor allem finde ich es toll, es ist mal nicht so auf. Also es war jetzt nicht so eine unglaublich klischeehaft böse Story, als auch nicht eine unglaublich klischeehaft gute Story, wie sie ja immer sind, wenn man Imperium oder Allianz spielen kann. Nein, es war so ein Mittelding aus beiden. Fand ich sehr schön, ich fand den Cliffhanger jetzt am Ende so was von scheiße. Dass sie jetzt einfach hier das Ding jetzt sagt, da hat irgendwie diese komischen Leute da in Karbonit und dann, ja, Ende, abspannen. Keine Ahnung, ob da ein zweiter Teil von geplant war und dass sie deswegen diesen Cliffhanger gemacht haben. Also auf jeden Fall ist keiner gekommen. Das Spiel, ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich gar nicht mal so schlecht verkauft. Was Voice Editor Harrison Deutsch. Ein schöner Name. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wenn ihr dieses Spiel könnt ihr immer noch auf Steam erhalten. Auf, ja, CD kriegt man ihn nicht mehr. Kriegt man das Spiel nicht mehr. Ich habe sogar noch die CD-Version. Ich hatte diese Steambox und die G88 von dieselben Stimmen. Nicht im Deutschen, ne? Ja, ich sollte mich nicht so ablenken lassen. Wo war ich? Ja, also ich habe das Spiel noch auf CD aus dieser Gold-Edition, die es mal gab, für 10 Euro überall, nämlich gekauft. Skywalker kam überhaupt nicht vor in unserem Spiel, aber egal. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu holen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so teuer auf Steam. Werbung. Sonst noch was zu erzählen zum Spiel? Nee, eigentlich nicht. Ich sollte mich mal mehr auf meine Abschlussresümees vorbereiten. Ich sitze dann immer hier und denke so, ja, im Abschluss, was sagst du da nochmal? Ja, aber hier gibt es einfach nicht so viel zu sagen. Ich breche mir jetzt mal die Credits, reiß ab mit Escape. Hier sehen wir nochmal unsere Abschlusseffizienz. Ich bin ein High Admiral. Oh, meine militärische Effizienz. 81, naja. Eroberungseffizienz 100 und Abschusseffizienz auch 100, was auch immer die Abschusseffizienz ist, da habe ich keine Ahnung.
militärische Effizienz, ja, hätte ich jetzt noch mehr garnisoniert, vor allem am Boden und so, da hätte ich dann natürlich jetzt mehr Punkte, aber es ist egal. High Admiral ist super. 100 bei den unteren beiden finde ich auch toll. Ich gehe ins Hauptmenü. Und ja, der Bildschirm ist ja auch sehr schön. Und hier mit dieser beeindruckenden Schlacht im Hintergrund verabschiede ich mich dann auch von diesem Bonusprojekt. Mal gucken, ob mal wieder solche Bonusprojekte kommen oder Spezialprojekte oder wie auch immer man sie nennen will. Je nachdem, wie ich Zeit habe hier, weil das ja natürlich auch, ich wollte das eigentlich schon längst fertig haben, bevor ich das hochlade. Jetzt war es so 50-50. Teilweise hatte ich schon fertig, teilweise muss ich noch aufnehmen. Weil ja, Zeit, die habe ich nicht immer, aber naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Sonst bleibt mir wirklich nichts mehr zu sagen. Und ja, deswegen tschüss, bis zum nächsten Projekt oder bei einem anderen Projekt, wo ihr mich finden könnt auf meinem Kanal. Das ist sie ja dann. Hä? Was habe ich denn jetzt wieder gesagt? Manchmal stelle ich so meinen Kopf aus beim Reden. Das ist auch nicht gerade toll. Na, auf jeden Fall. Macht's gut und viel Spaß beim neuen Star Wars Teil. Ciao.